Also ich bin echt gerne auf so Bumse-Partys gegangen, absolut, wo es dann heißt, hier, einer von uns angesteckt, findet raus, wer. Das war ja auch im Geiste des Kommunismus wieder, ne? Eine was Gutes, was wir gleichmäßig unter allen verteilen. Also, Tilo, während jetzt gerade irgendwie schon wieder Musik im Hintergrund läuft, zeige ich dir jetzt mal, wir machen jetzt mal Guckradio, pass auf, ich habe hier so einen Witz, ich spiele ja Magic-Karten, ne? Hier gibt es so eine Karte. Gezeitenleere Kauz heißt die. Ja. Die hole ich mir glitzernd, also ein holographisch, und dann ist das mein Holokauz. Oh. Oh. Verstehe. Oh, warte mal. Sind wir hier gerade auf Sendung? Wir sind live. Hallo. Oh, scheiße. Hey. Oh, fuck. Live on air. Oh, wie konnte das denn passieren? Na, das ist mir jetzt richtig unangenehm. Wir sind Brennpunkt Internet. Wir sind eine wundervolle, tolle Sendung. Einmal als Podcast im Internet für die moderne Jugend bis was auch immer mit 40er. Und bis aber in den auch, Tod eigentlich. Eigentlich auch bis in den Tod. Wir sind aber neben dem auch, naja, wir haben ein Publikum, das sich ein bisschen weigert abzutreten, nämlich im Radio. Wir machen das beides kombiniert. Ist das nicht geil? Das ist revolutionär, würde ich sagen. Online und Radio. Wow. Online-Radio, kann man fast sagen. Eloquenz wird bei uns auch groß geschrieben, wie ihr seht. Wir sind Tino Ranacher, der sitzt mir gerade gegenüber und Hallo. Freut sich. Macht bitte die Hose zu, das reicht an dieser Stelle. Und während er jetzt seinen Gürtel verschnürt. Ah, und mein lieber Partner natürlich, Robin Nosterafu, der YouTube-Star und Influencer. Danke, danke, danke. Ich habe auch heute halbwegs eine freie Nase. Wir gucken mal, wie sich das ergibt. Wir sind ja hier der Podcast der Menschlichkeit, hast du gesagt. Das ist viele Koks hier im Radio. Ja, das ist einfach, es ist einfach ein Lifestyle, der lässt einfach Spuren hinter sich. Wir sind ja auch nur Menschen, ja, wie ihr und wie, na gut, wie du vielleicht nicht da lecker zuhört, aber wie die meisten Menschen. Wir sind Brennpunkt Internet. Wir fassen die letzte Woche zusammen, was hat das Internet so richtig in Wallung gebracht. Wir haben reichhaltig auf der Platte, würde ich sagen. Absolut. Für mich ist es so ein bisschen die Woche der kleinen skurrilen Sachen. Es gab jetzt nicht irgendwie eine Kirche, die gebrannt hat, nee, oder ein großes Attentat, aber es gab viele kleine Meldungen, die ganz lustig waren. Doch eine große gab es, eine ganz große, eine gewaltige. Denn die Killerpilze machen eine Pause. Auf unbestimmte Nein. Zeit. Haben Sie das nicht die letzten 15 Jahre schon Nein. gemacht? Nein. Die haben Dauerfeuer gegeben. Die waren auf Tour, haben Alben veröffentlicht. Ich war auch auf einigen Konzerten. Und jetzt geben sie Ende des Jahres ihr vorerst letztes Konzert, um sich auf andere Projekte konzentrieren zu können. Ich kann dir auch sagen, warum das so ist. Pass auf. Also als ich von den Killerpilzen mitbekommen habe, da war der Schlagzeuger noch 13 damals, ja, oder Faden. 11 oder so. Ja, du bist da richtig drin in der Lore. Und die haben, oder ich weiß nicht, ob sie das gesagt haben, sie wurden so ein bisschen als die neuen Ärzte angepriesen. Ich als großer Ärzte-Fan habe gedacht, wollt ihr mich verarschen, was ist das denn? Die heißen Killerpilze. Ja, die sind Der ja, Name die sind ist ja halt auch schon Ärzte-Fans, ekelhaft. Das mag alles sein, aber jetzt, das ist eine große Nachricht, diese Woche kam wieder ein neuer Ärzte-Song raus. Richtig. Und wahrscheinlich ist das ein Grund zu sagen, okay, nee, wenn jetzt die Original OGs hier vorbeikommen. Ach verdammt, du hast recht. Dann machen wir lieber Pause, da können wir nicht mithalten. Nee, alles macht Sinn. Du fandest den neuen Song nicht so gut, der heißt Rückkehr. Doch, beim ersten Mal hören nicht ganz so. Und dann? Weil Abschied fand ich halt beim ersten Mal hören schon richtig gigantisch. Und Rückkehr musste ich ein paar Mal hören. Und ich habe auch gestern Abend nochmal reingehört. Und ich muss sagen, doch, der Song ist gut. Farin rappt ja auch irgendwie, was ja auch der moderne Zeitgeist ist, Deutschrap. Und es ist auch ein Ohrwurm. Ja, ich finde, die bringen halt den Spaß so ein bisschen wieder zurück und nicht den belanglosen Spaß oder den Blödelspaß. Ja. Ich sag's immer wieder, Tamagotchi und Bettmagnet und so auf der alten Platte. Nee, einfach nein. Aber für mich hat es sich halt auch so angefühlt wie, nee, wir sind nicht die Ärzte, wir sind Bela, Farin, Rott und machen hier unsere eigene Nummer und würfeln die am Ende zusammen. Ja. Und das fühlt sich bei den ersten beiden neuen Songs nicht so an. Es sind natürlich gewohnte Ärzte-Hits von Farin, aus der Feder von Farin Urlaub. Wo ich sagen muss, er ist vielleicht der ärztliche Arzt, der Arzt meines Vertrauens, wenn man so will. Und da ist es vielleicht nicht ganz so unverständlich, dass ich sage, die fallen mir. Aber ich meine, immerhin bei Rückkehr hört man den Bela auch mal ein bisschen. Bist du auch Team Farin? Ich bin überhaupt kein Team. Ich finde das am besten, wenn die alle zusammen harmonieren. Aber ich weiß, dass Single, macht der Farin schon den besten Job. Ja, finde ich auch. So, der Bela kann gerne Schauspieler und Bücher schreiben, was er ja gerade sehr erfolgreich tut. Ja. Aber der Farin, du, der hat Pop verstanden. Ich denke auch. Aber auch Rammstein haben eine neue Single veröffentlicht. Stimmt. Und diesmal gab es keinen Skandal drum. Nein, aber es geht um uns, um Radio. Richtig. Es ist auch so ein kleiner Abgesang. Also es ist ja nicht Radio, yeah, sondern Radio. Mein Radio. Auf Wiedersehen. Ja. Ja, aber wir halten die Fahne noch ein bisschen hoch fürs Radio. Wir sind nämlich Brennpunkt Internet. Tino und Robin sorgen für gute Unterhaltung. Auch für Tino und Robin. Ne. Ach so.
auch für gute Unterhaltung hat gesorgt das Maifeuer. Wir müssen nämlich mit einer kleinen lokalen News einsteigen, denn es gab in Weimar ein großes Maifeuer, da war ich auch zugegen, habe ich mir angeschaut, war ein ganz großer Spaß. Dann bin ich heimgegangen, da war da plötzlich noch ein Maifeuer. Das war unangekündigt. Ja, das war tatsächlich relativ nah bei mir, also ich kam Richtung Atrium so und dachte, oh, das könnte jetzt aber auch mein Haus sein, was da irgendwie gerade lustige Funken in den Himmel wirft. Aber nein, dem war nicht so. Es war wohl eine alte Scheune oder, also nicht Scheune, sondern so ein, weiß nicht, da waren so Autos. So ein Hintergebäude. Ja, ne? So ein Schuppen halt, ne? Und der hat wirklich, als ich da ankam, hat er gerade angefangen zu brennen. So. Und davor war irgendwie eine große Zufall. Studenten. Huch. Das hat schon gebrannt, das Haus. Das war schon so. Ja. Ja, und gerade davor war eine große Studentenparty, da saßen dann irgendwie 30 bis 50 Leute draußen und haben gedacht, ja okay, die Flammen ballern jetzt auch unser Haus weg. War schon echt heftig. Für mich war das Erstaunlichste, und da will ich jetzt nicht irgendwie die Weimarer Feuerwehr irgendwie hier diskreditieren oder diffamieren oder so, ja, aber ich stand da, hab ein bisschen schaulustig gespielt, ist in der menschlichen Natur vorgesehen, tut mir leid, entschuldige ich mich nicht für. Und ich habe mir das 5 Minuten angeguckt, bevor ich weiter bin, und es ist einfach nichts passiert. Das war so skurril für mich. Also, sie haben nichts gemacht. Ja, also sie haben halt nicht, das hat halt gebrannt und die Flammen wurden immer größer. Letztendlich war das Feuer viel höher als die Häuser, die daneben standen noch, und es wurde nicht gelöscht. Es muss sich ja auch lohnen für die Feuerwehr. Wenn die jetzt da ankommen, das Feuer ist schon vorbei, das ist ja auch scheiße. Ja, da kräht ja auch kein Hahn danach. Richtig. Wenn es ein kleines Lagerfeuer gewesen wäre, hätten wir jetzt auch nicht drüber berichtet. Nee, die mussten erstmal abwarten. Ist es ein richtiges Feuer oder klutet es nur ein bisschen? Ja, und vielleicht löscht sich ja von alleine. Richtig, erst wenn es richtig brennt, dann fangen sie an. Gut, wir packen mal die Schläuche aus und dann geht's los. An dieser Stelle muss ich einen kleinen Shoutout machen an meinen Cousin Jendrik, den du ja auch kennst. Ja. Ich bin ja dann weitergegangen, als ich gesehen habe, okay, jetzt haben sie letztendlich mal hier so einen Anschluss gefunden für ihren Schlauch und haben losgelegt. Das hat halt, wie gesagt, eine Weile gedauert. Jendrik ist da später nochmal vorbeigegangen und ich habe ihn gefragt, hey, haben sie das Haus mittlerweile gelöscht? Und dann hat er gesagt, lösch du erstmal deinen Kanal. Fand ich sehr großartig. Hat er recht. Also Jendrik, du bist bestens qualifiziert, hier auch mal einzutreten. Ja. Noch als kleine, weil wir senden ja auch lokal, es ist, soweit ich weiß, keiner zu Schaden gekommen dabei. Das ist alles ganz schön. Deswegen kann man da also auch kleine Witze tun. Keinen, den wir kennen. Nö, ja. Auch keine deutschen Opfer. Also ja, ist ja, die Bild-Zeitung stellt bestimmt wieder investigative Fragen, aber ich glaube, Deutsche waren diesmal nicht dabei. Nee. War auch kein Flüchtlingsheim. Also ist eigentlich keine Schlagzeile wert. Nee, naja. Gut, gar nicht. Das war's eigentlich an lokalen News, oder? Ist noch irgendwas Spannendes mir ist hier passiert? Nee. Ich meine, so ein Feuer, das ist jetzt vielleicht auch interessant für unsere internationalen Podcast-Zuhörer aus der Datenautobahn. Ja. Aber sonst ist hier nichts weiter passiert. Nee. Gut, na dann kann ich noch mal kurz, ich habe nämlich vor ein paar Minuten erst, ja, ich saß noch in der Badewanne, wie ich mich immer vorbereite, ja, mich noch ein bisschen im Spiegel angucken, um mich ein bisschen hier aufzubauen. Geil, ja. Und ja, geil, jetzt gleich gehe ich wieder ins Radio machen. So sitze ich dann immer da und jetzt habe ich mich ein bisschen reingefuchst ins Rap-Game. Ach doch, kann ich noch eine kleine lokale Sache anknüpfen. Wir haben nämlich hier so einen lokalen Drachenlord, der MCM. Richtig. Und über den bin ich jetzt, ich habe seinen Kanal mir mal angeschaut und über den bin ich ins Rap-Game so richtig eingestiegen, als ich da in der Badewanne stand und habe mich mit dem Kanal Rap-Check auseinandergesetzt. Denn der MCM meinte hier, da gibt es so einen Eduard Schäfer oder so, der ist behindert und wird gedisst, macht aber Rap-Freestyle wohl nicht so gut, was ich von ihm gesehen habe, aber ne, halt behindert und so. Und dann habe ich das gesehen, Alter, es gibt da einen Kanal, 500.000 Abonnenten hat der Rap-Check, der so wirklich 5 so News-Videos am Tag raushaut, was so in der Rap-Szene vorgeht. Da steht dann zum Beispiel, Flair will Bones MC boxen. Ja, nur solche Headlines. Und da dachte ich mir, Alter, was entgeht mir denn da? Aber er macht keinen Raps, sondern er der macht nur News. Ach so. Ja. Also der Kollege war jetzt auch ganz groß, hast du vielleicht mitgekriegt, der hat so eine Alpha-Scheiße machen wollen hier, ich mache so einen Kurs für 2000 Euro, da kommt er vorbei und ich bezahle euch das. Und das ist völlig aus dem Fugen gelaufen, weil seine minderjährigen Fans natürlich gesagt haben, wo soll ich jetzt von Mutti 2000 Euro herkratzen? Und da ist er zurückgerudert, macht jetzt auch übelste Rants und Entschuldigungen auf Instagram, dem digitalen Fotoalbum, liebe Rentner. Und ist alles sehr interessant und das erfährst du alles auf dem Kanal Rapcheck. Ich habe ihn nicht abonniert, weil es interessiert mich überhaupt nicht. Es ist ja eigentlich auch nur GZSZ. Ja, im Rapper-Gewand. Hip-Hop-Geschäft ist GZSZ. Ja. Wie heißt denn der Susu? Deine Rapper, der auch so heißt wie GZSZ. Sinti oder es gibt so einen, der hat es auch so Gitz oder sowas heißt der. Gitz. Susu oder Xusu. Sasu? Keine Ahnung. Ich auch nicht. Aber also wirklich, das ist halt so,
wir sind krasse harte Gangster, aber im Grunde ist hier Drama. Also das ist da noch viel größer als so YouTube-Drama, so dieses innerhalb der Rap-Szene, und das ist so ein bisschen, sorry, das ist so ein bisschen GZSZ. Und MCM macht Werbung für diesen Kanal? Nee, gar nicht. Ich bin nur darüber drauf gestoßen. Ah. Weil er meinte hier, also das finde ich ganz nice, dass da diesen behinderten Rapper gibt, und da haben sich jetzt Leute für eingesetzt, dass der nicht so gedisst wird und so. Und jetzt hat er plötzlich nur noch positive Kommentare, das ist ganz schön. Aber darauf bin ich halt auf diesen Kanal gestoßen. Fand ich sehr interessant. Ihr dürft gerne mal reinhören bei MCM. Ist ein großartiger Rapper. Der beste Rapper Weimars. Mindestens. Ja. Das Problem ist aber auch, dass er nicht mehr so viel rappt. Der macht jetzt mehr so Let's Play und so. Ach, schade. Aber egal. Was ist denn noch passiert? What happened in this world? Eine Menge. Also das war auch jetzt so ein bisschen die popkulturelle Woche. Ich weiß nicht, an dir geht das auch sehr vorbei. Alles. Wir hatten prinzipiell. Naja, aber also Avengers Endgame hast du nicht gesehen? Nee. Und Game of Thrones hast du auch nicht gesehen. Nee. Ich habe da so einen Schwestern-Podcast, von dem ich mal gehört habe, der Podumcast. Ja. Und da haben wir ein tolles neues Format entwickelt. Vielleicht kannst du da einfach auch mal einsteigen, weil du ja, wie viele Filme aus diesem Marvel-Universum hast du gesehen? Ich weiß nicht mal, was das für Filme sind. Also dann weiß, bist du perfekt gewappnet, um uns jetzt mal zu erklären, was ist denn in dem Film Avengers Endgame eigentlich Sinn der Sache? Na, das sind doch die ganzen Superhelden aus den Marvel-Comics, ne? Ja. Captain America. Erklär mal, um was geht's da? Ja, also das sind bestimmt so viele Leute, also viele Comic-Helden, und die tun es jetzt zusammen gegen die ganzen Endgegner oder sowas. Ja. Da sterben auch welche. Hey, Spoiler. Ich sage, es sterben welche, aber nicht mehr. Ja, war doch sehr gut. Ja, ne? Also an sich ist es natürlich eine erstaunliche Sache, weil das jetzt über 11 Jahre aufgebaut wurde, über 21 Filme hinweg, das ist ganz toll. Ich habe Avengers Endgame gesehen, ist jetzt halt, ne, es ist ein spektakuläres Finale in der vorletzten halben Stunde. Danach hat es nochmal das Herr der Ringe-Problem, macht so 5 Enden hinten dran. Das ist ganz interessant, aber darüber hinaus ist es halt, hast du einen Marvel-Film gesehen, hast du alle gesehen. Ich habe auch so ein Video gesehen von Valulis, der macht ja auch ganz gerne mal so Zusammenfassungen und Kritik von irgendwelchen popkulturellen Geschichten. Und er sagte auch, dass die Marvel-Schauspieler ganz komische Verträge haben, dass sie sich nicht künstlerisch ausleben dürfen, sondern sie müssen 1:1 die Befehle der Regisseure befolgen, Regisseurinnen. Und die Arbeit am Set ist wohl sehr, sehr anstrengend und sehr, sehr eng gemascht. Hm. Kann man sagen, engmaschig. Avengers Endgame ist so eine Pyramide und die wird auf dem Rücken dieser armen Menschen. Richtig. Nee, aber ich find's echt krass. Das ist, glaube ich, der Film mit den heftigsten A-Liste, also so an Menge alleine, was da alles für Schauspieler dabei sind. Und wenn es nur eine Stimme ist von irgendeinem Baum, der von Vin Diesel gesprochen wird, der einen Satz hat in diesem Ganzen. So viele Leute daran, das finde ich schon erstaunlich. Aber der Film an sich, ja, fight me. Er ist nicht so geil. Aber ich fand auch die DC-Filme immer ein bisschen cooler. So. Die DC-Comics zumindest fand ich immer cooler. Die sind so halt Batman in der Regel düsterer. Ja. Genau, düsterer. Und was ich spannend finde, ich schaue ja auch Gotham. Die Filme sind auf jeden Fall scheiße, muss ich auch mal. Also die meisten DC-Filme sind... Also die von DC filmisch kommen, also ja. Ich kann auch, ja, Jackie Chan-Filme kann ich auch objektiv sagen, die sind scheiße. Ja. Aber trotzdem unterhalten sie mich mega so. Aber das habe ich jetzt bei Avengers nicht. Der ist jetzt auch nicht scheiße. Aber da musst du halt erstmal sehr viel Sitzfleisch beweisen. Ich weiß gar nicht, ob die Batman-Trilogie von Christopher Nolan auch von DC direkt kommt oder... Ob der das ist Christopher Nolan, also der hat die Vorlage genommen, aber es ist jetzt kein DC-Beauftragter bzw. Gemachter. Die haben ja ein eigenes Studio, genauso wie Marvel. Jedenfalls, der Unterschied ist ja zwischen Marvel und DC zum Beispiel, dass wenn man bei DC stirbt, da kommen die immer wieder, die Figuren. Und bei Marvel ist es wohl so, wenn jemand stirbt, ist er weg für immer. Weiß ich nicht. Also laut vielleicht hat Avengers Endgame darauf eine Antwort. Gehen Sie ins Kino oder so und schauen Sie sich einen anderen Film an. Gut. Dann vielleicht noch kurz deine Zusammenfassung zur neuen Folge Game of Thrones. Was passiert? Es ist ja nun die vorletzte Folge gewesen. Es wird immer spannender, also ich halte es gar nicht mehr aus. Es kribbelt in meinen Augen und in meinen Fingern. Ja. Der große Krieg, der jetzt bald kommt, und wer da alles sterben wird und wer nicht sterben wird, wer kommt zurück, wer wird König? Ja, es ist ja jetzt eine spektakuläre Folge rausgekommen. Ja. Um was ging es da? Da ging es doch um diese Person da, die jetzt so ein Ziel hat, ne? Und das Ziel endlich zum Greifen nah vor sich sieht. Das ist richtig. Also ist erstaunlicherweise sehr richtig. Und es schneit auch die ganze Zeit. Und ist auch richtig. Alle Vögel miteinander. Na, das, ja, auch. Oder so. In der Folge jetzt weniger, die waren mit einer großen Schlacht beschäftigt. Auch da ist es ein Meilenstein gewesen, die krasseste Schlacht, die je für eine Serie bis dato gefilmt wurde, in 55 Nächten hintereinander. Schon sehr heftig.
Und eine Stunde 20 ist auch die längste Folge innerhalb von der ganzen Serie. Das sind ja richtige Spielfilme, ne, eigentlich. Ja, nicht ganz. Habe ich auch erst gedacht, weil die letzte Staffel ist jetzt nur 6 Folgen lang. Ich dachte, okay, jetzt kommen noch 6 Filme. Aber nein, die erste Folge schon nur 50 Minuten, dann 60, jetzt 120. Die nächsten werden, glaube ich, wieder kürzer. Die steigern sich ein bisschen. Also hat mich auf jeden Fall unterhalten. Hat auch das Internet ein bisschen in Wallung versetzt, denn es sind Dinge passiert, die man nicht erwartet hat, was dann weniger gut ankam, andere kamen wieder sehr gut an und ja. Das macht eine Serie ja auch aus, letztendlich. Es gab ja nur bis Staffel 4 so Vorlage im Sinne von Bücher von George R. R. Martin. Und die gibt's dann seit Staffel 4 nicht mehr, weil der zu dick ist, um seinen Zeigefinger zu bewegen oder so, ich weiß es nicht genau. Und seitdem distanziert sich das so ein bisschen und da merkst du halt schon einen erzählerischen Unterschied. Da frage ich mich, was passiert denn eigentlich, wenn er weiterschreibt, aber die Bücher abweichen von der Serie? Dann ist das halt so. Würde mich stören. Würde mich völlig nerven. Zum Glück hast du die Serie nicht gesehen. Das gibt's bei Star Wars doch auch, diese verschiedenen, weil Star Wars ein riesiges Universum ist. Und da gibt es auch verschiedene Autoren und Autorinnen, die geschrieben haben und sich das völlig widerspricht teilweise. Da wird dann aber bestimmt, was Kanon ist. Also da wird dann gesagt, okay, das ist wirklich Kanon, das ist fest und das andere ist quasi nur so alternatives, was auch immer. Paralleluniversum, sowas gibt es ja auch dann immer in den Serien. Gut, genug Popkultur, oder? Ich habe es ja auch angefangen zu schauen, ich glaube, die erste Folge habe ich gesehen, die war so zum Einschlafen, dass ich dann lieber Pornos geguckt habe. Kann ich nachvollziehen, aber in der Regel sind die Leute gehuckt, wenn sie die Staffel zu Ende geschaut haben mit der letzten Folge, denken sie sich dann immer, ach du Scheiße, ich muss unbedingt weitersehen. Aber viel spannender finde ich jetzt den Film über Axel Stoll. Fuck, warte, ich habe vergessen, einen Gag zu machen. Avengers Endgame ist nämlich von den Russo-Brüdern. Weil die heißen eigentlich mit Nachnamen Russo. Ah. Das ist doch, weißt du? Ja. Ich schmunzel ein bisschen. Du hast Axel, was? Du hast Dr. Axel Stoll bekommt seinen eigenen Film, endlich. Ja, muss man sehen. Muss man sehen. Wann kommt der? Ich weiß es nicht. Gut. Also er kommt, auf Amazon Prime kommt er nämlich. Okay. Und er soll sein Leben dokumentieren und seine besten Sprüche und seine coolsten Theorien aufziehen und veranschaulichen. Bist denn auch du anfällig für Verschwörungstheorien? Nee. Schade. Gut, dass wir drüber geredet haben. Mein Lieblingssatz von ihm ist übrigens, die Sonne ist kalt. Mhm. Gehe ich mit. Also heute ist auf jeden Fall relativ kalt. Ich muss eine Jacke hierher anziehen. Das ist unangenehm. Also auf den Film warte ich jetzt viel mehr als auf das Game of Thrones Finale. Axel Stoll, rest in peace. Okay. Er ist ja nicht wirklich tot, also er ist ja nur abgeholt worden und lebt jetzt auf dem Aldebaran. Es gibt noch eine andere, ähnlich große Figur. Sonic. Habe ich auch. Hast du mitbekommen? Ja. Ich habe zwar gesagt, wir müssen weg von Popkultur, aber dieses Sonic-Ding hat das Internet so gespalten, dass du jetzt direkt den Haken bei deinen Dokumenten da anmachen kannst. Richtig schön. Sonic hat einen neuen Trailer bekommen. Sonic the Hedgehog. Ja, eine Videospielfigur kennen bestimmt auch die Radiozuhörer noch, denn das ist irgendwie jetzt auch 40 Jahre her, dass der so ein blauer Igel ist, dass der ganz schnell rennen kann. Richtig, richtig. Und ich freue mich jetzt schon auf den Film mit dann Referenzen zu Uganda Knuckles. Kennst du vielleicht? Nee. Do you know the way? Das war so ein richtig, richtig penetrant nerviges Meme. Das wird garantiert irgendwie referenziert in dem Film. Aber auf jeden Fall gab es einen Trailer. Und Sonic sah nicht aus wie Sonic. Der sah irgendwie ganz, ganz komisch aus. Ich habe ihn auch nicht wiedererkannt und es hat mich jetzt nicht mega gestört, aber ich dachte, krass, also ich hätte Sonic so nicht animiert. Der Punkt ist für mich so ein bisschen, ich glaube, jeder, der sich darüber aufgeregt, oder sagen wir jeder zwei, also was weiß ich, wer guckt sich denn diesen Film überhaupt an? Ich kann mir nicht, also gut, vielleicht irgendwie als Raubkopie, ja, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendwie die 30-jährigen Leute, die jetzt über das Design von Sonic Witze machen, dass sie dann da in diesen Film reinrennen. Auch wenn der gut designt ist. Also pass auf, jetzt kommt nämlich die nächste News. Vielleicht hast du es noch gar nicht mitgekriegt. Gestern Abend, also ja, ist jetzt schon wieder ein paar Tage her nach der Aufnahme, hat der Head of was auch immer gesagt, wir machen jetzt ein Redesign von Sonic. Genau, aufgrund der vielen Beschwerden auf Twitter und so. Wir haben euch gehört und wir nehmen die Kritik ernst. Und wir werden bis November, bis der Film rauskommt, Sonic noch verändern. Ja. Und da könnte man jetzt natürlich auch sagen, vielleicht war das alles einfach nur ein richtig cleverer Schachzug, weil Sonic ist jetzt nicht so der Superstar wie Mario zum Beispiel. Mhm. Selbst bei einem Super Mario Film wird die Leute nicht durchdrehen, glaube ich. Mhm. Beziehungsweise es gab ja vor 30 Jahren schon mal einen ziemlich schlechten. Und eine Serie gab es auch mal, eine Trickserie. Genau. Mhm.
Also ich kann mir vorstellen, dass sie vielleicht mit völliger Absicht den so seltsam haben aussehen lassen, weil warum sollte man ihn denn vom Quellenmaterial abweichen lassen so sehr, wenn da nicht ein Marketing-Gag dahinter steht? Und dadurch hat er jetzt so viel Aufmerksamkeit bekommen. Könnte natürlich sein. Wo du mich fragst, ob ich Verschwörungstheorien anheimfalle, das wäre eine. Aber versucht man nicht eher, einen positiven Reflex zu erzeugen? Jede PR ist gute PR. Ist auch einer meiner großen Ideen. Wenn ich irgendwann mal ganz verzweifelt bin, hänge ich mich nackt ans Brandenburger Tor mit einem großen Scheißhaufen neben mir und schreibe auch drauf, jede PR ist gute PR. Ich würde es filmen. Danke. Ich werde auch nur in den Film nicht reingehen, aber ich werde mir ansehen, wenn er irgendwo rauskommt, wegen Jim Carrey als Dr. Robotnik. Das stimmt, der war ja auch lange weg vom Fenster, ne? Nicht wirklich, er hat schon gedreht, aber eher so kleine Filme, ja, aber und Serien so, und immer so ernste Filme auch. Genau, von der Präsenz her meine ich. Früher Richtig. So, ne, wahrscheinlich auch deine Kindheit war ein bisschen geprägt von ihm. Absolut, ne? Ja. Queen Mask da, wie das, ich weiß nicht, wie das hieß, aber... Die Maske. Die Maske, genau, die Maske habe ich geliebt und auch andere Filme von ihm. Und er ist einfach der beste Schauspieler, finde ich. Einer der besten, die es je gab. Also er ist echt so ein Typ, der kann auf Knopfdruck kann halt spielen. Der ist halt so ein alberner Typ, aber in Filmen wie, wie heißt er? Wo er unter der Kuppel eingesperrt ist und so eine Reality-Show. Genau, warte, die Truman-Show. Truman-Show, ja genau. Legendär. Da zeigt er halt auch, dass er auch darüber hinaus einfach nicht immer nur albern kann, sondern sehr facettenreich ist. Ja, auf jeden Fall eine sehr schöne Sache. Ich hätte noch eine andere Idee gehabt, wie man den Sonic-Film vielleicht ein bisschen besser machen kann. Ja? Gut, besser, am besten. Sagt uns doch einfach mal, was ist denn die Steigerungsform von Sonic? Sonicer. Ja, siehst du, so hätte der Film richtig viel Aufmerksamkeit bekommen. Sonicer. Sonicer. Genau das habe ich damit gerade angedacht. Schön. Also, Sonicer am sonnigsten. Ja, ich finde es problematisch, wenn man irgendwie solche Spiele in Filme umwandelt. Dann ja, das ist ja immer scheiße. So krass abweicht. So von Street Fighter gab es das ja mal, von Pokémon. Jetzt gibt es auch noch so ein komisches. Finde ich scheiße. Der Punkt ist, es ist immer scheiße. Ja. Also es gibt bis jetzt noch keinen richtig guten Videospielfilm. Vielleicht Postal. Da gibt es nämlich so einen kleinen Witz drin. Hey, warum müssen wir denn immer Sachen finden, die uns trennen, die uns unterscheiden voneinander? Warum gucken wir nicht nach Sachen, die wir alle gemeinsam haben? Ja. Naja, wir alle hassen Juden. Das ist einer der Gags da drin. Also Postal, auch ein sehr interessanter Film. Man muss sich auf irgendwas einigen können. Man muss auch mal gucken, was verbindet einen miteinander. Ja. Aber da bin ich neidisch auf die Russen. Ja? Denn die erwartet jetzt eine ganz große Veränderung. Nämlich hat Putin eingeführt oder wird einführen. Putin führt irgendwas irgendwo ein? Er puttet nämlich ein eigenes Internet ein. Also das Internet läuft über eigene Server, sodass sie kontrollieren können und besser filtern können, was gesehen werden darf und was nicht gesehen werden darf. Na, da bin ich aber mal gespannt. Da kann bestimmt sehr viel Kritik drin gesehen werden. Ist das richtig? Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Also die Russen sagen, nein, wir wollen nur immun sein gegen Cyberabwehr, gegen Cybermobbing an Putin. Genau, gegen unseren Führer Putin. Und wenn das mal ausfällt, das Internet, dann haben wir noch Internet in Russland. Das ja, ist der Grund. Also soweit nichts ich anderes. Weiß, machen die Chinesen das ja sehr erfolgreich, sehr ähnlich. Ja. Die haben ja auch ihr eigenes Netz. Und man hört Nordkorea. Man hört ja nur glückliche Erfahrungsberichte, was das angeht. Aus Nordkorea hört man sogar gar nichts. Ja, die machen es so gut. Die machen es einfach. Die müssen sich so einen Scheiß, die müssen den Sonic-Trailer nicht sehen. Nee, eben. Das ist richtig gut gemacht. Ja. Also, finde ich gut, kann ich nur supporten. Ich auch. Putin, der lupenreine Demokrat. Ja. Das ist auch ein gutes Stichwort, denn es gibt reichlich so Richtung Russland-News diese Woche. Auch was ich gemeint habe mit skurrilen Meldungen. Das eine ist ein bisschen weniger skurril, da muss ich mich aber mal beschweren, der neue Präsident von der Ukraine. Volodymyr Zelensky. Das wirst du jetzt für immer merken, seit deinem Circle-Quiz-Auftritt. Richtig, deswegen wollte ich mich beschweren. Das war nämlich etwas, was ich nicht wusste. Ich habe es am Rand mitbekommen, konnte aber in der Quizshow, an der ich teilgenommen habe, vor 1-2 Wochen, nicht sagen, ob er jetzt Schauspieler, Arzt, Comedian oder was auch immer war. Ich saß davor und dachte, oh, Robin ist... Ja. Ah, das kann man doch wissen. Vielleicht. Ja, natürlich vielleicht. Kann man das wissen. Ich hatte es ja auch irgendwie am Rand, aber ich wusste es einfach nicht. Es tut mir leid. Jetzt weiß ich es. Auf jeden Fall... Ist er jetzt tatsächlich, das war ja, zu dem Zeitpunkt war er noch nicht gewählt, jetzt ist er gewählt und ist der neue Präsident, hat ein Angebot bekommen von Putin, er hat gesagt, hey, ich mache euch das ganz leicht, dass Leute aus der Ukraine die russische Staatsbürgerschaft haben können, wenn ihr das denn wollt. Und daraufhin hat er dann gesagt, nö,
Das mag ich nicht. Hat einen Facebook-Post gemacht, wo er auch sagt, er möchte nicht, dass die in der Language of Threats and Military or Economic Pressure sprechen. Also er will halt dieses Militärsprech und dieses subtile Androhen möchte er nicht. Und stattdessen bietet er allen russischen Bürgern, die unter dem Regime des Kremls leiden, einfach an, dass sie auch die ukrainische Staatsbürgerschaft haben können. Ich finde, das ist auch ein gutes Entgegenkommen. Sie können ja beides machen. Einfach, wer Lust hat, wir machen jetzt mal alle Grenzen auf. Ja. So, und wer kommen will, wer wechseln will, hat noch die Möglichkeiten jetzt. Ja, ich biete den Leuten auch gerne Nostarafu-Staatsbürgerschaft an. Ist überhaupt kein Problem. Können sie kriegen. Seid ihr gerne willkommen. Ihr arbeitet halt für lau, aber ist immer noch besser als bei euch, würde ich sagen. Also, liebe Russen, ich hätte auch einen Schlafplatz in meiner WG. Ja? Ja. Nice. Nehme ich mal wahr. Also fand ich ganz interessant, da ist das Internet auch ein bisschen hin und her durchgedreht, weil ne, gegen Russland, pro Russland, alles querbeet und dann heißt es von der einen Seite, oh, der gute Volodymyr, der sollte jetzt hier nicht mehr Tee trinken, der sollte sich jetzt einen königlichen Vorkoster ranholen, wenn er so frech mit Herrn Putin umgeht. Wir werden sehen, das bleibt weiterhin spannend. Das ist doch nicht frech, aber einfach nur bestimmend. Ja, aber... Meine Meinung. Wir gucken mal. Aber apropos, auch in Deutschland will der Kommunismus zurückkehren. Ja. Hast du mitbekommen, endlich. Der Juso, Kevin Kühnert von der SPD, also von den Jusos quasi, der möchte, dass, wie hat er es genannt, eine Vergemeinschaftung der Wohnungen erreichen. Das heißt, man darf nur noch Wohnungen besitzen, in denen man auch wohnt. Ich habe das Trending-Hashtag Kommunismus gesehen auf Twitter. Hab nicht drauf gedrückt, aber jetzt kannst du mich darüber unterrichten. Und BMW soll kollektiviert werden, also demokratisch. Das heißt, dass die Mitarbeiter die Gewinne, die Profite ausgeschüttet bekommen und dass es geteilt wird. Also es ist keine Verstaatlichung. Es ist halt, es nennt sich anders. Es nennt sich einfach kollektivieren. Okay, aber ist im Grunde das Gleiche? Ist das so wie Krieg und Militärintervention? Oder? Es ist ähnlich. Und ich dachte erst, ja, es ist schon eine coole Idee. So, ein bisschen linker. Ich meine, die SPD ist ja auch entstanden aus diesem Sozialismus, ja, aus dieser linken Idee. Aber zu DDR-Zeiten gab es schon mal sowas. Und danach gab es von den Bauern, genau, und da gab es 200 Suizide und irgendwie 15.000, die geflohen sind. Oh, merkt ihr, dass das ist ein richtig gutes Ding? Merkt ihr das mal mit den Suiziden? Ja. Das ist richtig gut. Vorher muss ich aber nochmal auf die Russen eingehen. Sehr gerne. Da bist du jetzt hier mit deinem Huso einfach dazwischen gegrätscht. Ist ja ein Thema. Ja, das stimmt. Es ist alles miteinander vernetzt, Leute. Das hat mein Geschichtslehrer schon gesagt. Also man kann überall die Verbindungen sehen. Wo ich sie nicht so ganz sehe, ist bei der nächsten News. Denn in Norwegen wurde von der Marine ein Wal entdeckt. Das ist so die absurdeste Sache. Hast du es auch mitbekommen? 0-0 Wahl, habe ich gesehen. 0-0 Wahl. Ja. Also in der Ukraine gab es die Wahl und auch in Norwegen gab es einen Wahl. Und der hatte einen Gürtel und eine Kamera dran. Und auf dem Gürtel war auch so eine Brosche oder so eine Gürtelschnalle oder sowas. Und da stand da Equipment of St. Petersburg oder so. Wo man sich denkt, okay, also der Verdacht der norwegischen Marine war, das ist jetzt ein Wal, der für irgendwelche militärischen Zwecke trainiert wurde von Russland. Das war nur ein Gürtel eigentlich. Der ausgebüxt ist und jetzt halt da irgendwie rumschwimmt. Und ich weiß nicht, also wenn ich jetzt hier so eine super geheime biologische Militärwahlwaffe baue, schreibe ich da noch nicht drauf, ach übrigens, ist meins. Geheimer Spion. Ja. Bitte zurückgeben an Putin. Ja, finde ich sehr interessant. Und die Locals haben jetzt, das war die neueste News auch von heute erst, die Locals aus Norwegen sagen, der russische Spionenwal, der ist jetzt übergelaufen. So, der bleibt jetzt in Norwegen. Ja, wurde ausgebürgert. Ja, fand ich sehr interessant. Das war sehr absurd irgendwie. Also, ich mag Wale. Ich mag Wale auch. Aber what the fuck? Hast du das Video dazu so gesehen? Der sieht echt niedlich aus. Ich hab das Bild gesehen dazu, ja. Das ist nicht so ein Riesending, wie man denkt, sondern der sieht aus wie ein fetter Delfin. Genau, so ein kleiner, grauer Wal gewesen, ne? So ein bisschen so hellgrau, fast weiß. Richtig süß. Ja, das war für mich auf jeden Fall so eine richtig absurde Sache. Also wenn Sie einen Wal das nächste Mal im Urlaub sehen, der am Strand liegt oder im Meer schwimmt, es könnte ein russischer Spion sein. Ja. Schauen Sie auf den Gürtel, was draufsteht, da können Sie den Wal zuordnen. Das ist von langer Hand geplant, auch mit diesem ganzen Plastik in den Fischen. Da fällt das gar nicht auf, wenn da zwischen dem Plastik mal kurz eine GoPro ist zum Beispiel. Richtig, richtig. Das ist alles Strategie gewesen. Leute, baut jetzt Filter in eure Waschmaschinen ein, damit weniger Mikroplastik im Ozean ist, damit wir die GoPros an den Walen besser sehen können. Meinst du, dass durch Waschmittel und so Mikroplastik ins Meer kommt? Nicht durch Waschmittel, sondern durch Fasern an der Kleidung. Also viel kommt
Wir tragen natürlich nicht so viel bei, wie der Müll, der zu den Asiaten geschippert wird und da von den Asiaten netterweise für uns in deren Flüsse abtransportiert wird. Also ja, wirklich Salut an dieser Stelle. Und aber auch aus unseren Waschmaschinen kommt Mikroplastik, nämlich von irgendwelchen komischen Kunstfaserklamotten, die du dann wäschst und die wird halt, das wird nicht rausgefiltert, weil es viel zu klein ist. Und ich habe jetzt auch für mich so Waschparfüm entdeckt. Ist das gut für die Umwelt? Weiß ich nicht. Was ist das? Das ist, dass deine Wäsche gut riecht. Okay, also warum nimmst du nicht schöner. Einfach das Übliche? Der Waschmittel? Ja auch, aber das ist ja, das riecht dann nur ganz kurz gut, aber dieses Parfüm sorgt dafür, dass das lange gut riecht. Und ich fand das geil. Da ich gar nicht riechen kann, ist mir das völlig egal. Ja, betrifft dich jetzt nicht, natürlich. Naja. Aber ich meine jetzt, schreibt es mal in die Kommentare unten oder schickt es uns ans Radio Lotte oder so. Ist das denn schlecht für die Umwelt? Ich habe gehört, dass so Parfümperlen für die Waschmaschine nicht gut sein sollen. Ich weiß es nicht. Wir haben immer noch keinen hasserfüllten Leserbrief bekommen, merke ich noch gar nicht. Ihr könnt uns schreiben, Leute. Instagram, Facebook, Twitter. Also es gibt immer Stirafo oder Tino Ranacher, schreiben sie uns einfach. Es gibt immer positives Feedback. Ja. Aber nicht einen hasserfüllten Leserbrief. Jetzt werf doch endlich hier mal was ein, Leute. Was muss denn noch passieren? Herr Kleine, was sagen Sie dazu? Ja, wie haben Sie es geschafft, so viele hasserfüllte Leserbriefe zu bekommen? Ja, können Sie uns nicht einfach mal hier eine Sendung beiwohnen? Ich weiß, wie er es schafft. Wie macht das? Indem er konsequent abschiebt. Ah. Okay, machen wir aber jetzt auch. Das wäre auch eine lokale News gewesen, aber ich habe mich da zu wenig reingelesen. Und zwar hat Herr Kleine nicht höchstpersönlich den Flüchtling ins Flugzeug gestoßen, aber hat dafür gesorgt, dass ein Vater von seiner Familie getrennt wird, bevor überhaupt klar war. Es gab nämlich den Verdacht, dass er gar nicht der Vater des Kindes ist. Und dann wurde er einfach abgeschoben, weil der Vater den Vaterschaftstest nicht machen wollte. Okay. Und jetzt kam raus, er ist der Vater. Und jetzt müssen sie wieder zurückholen. Und wie kam es dann raus, wenn er diesen Vaterschaftstest nicht gemacht hat? Ich weiß es nicht, ich habe es auch nur überflogen. Okay. Deswegen, Halbwissen. Was sagen Sie dazu, Herr Kleine? Sie können sich gerne unseren Fragen stellen, aber nicht im Radio. Also ich würde sagen, Herr Kleine, wir laden Sie jetzt hier nochmal offiziell ein. Wenn Sie nächste Woche nicht hier am Freitag 14 Uhr bei Radio Lotte sitzen, dann sind Sie ein Feigling. Richtig. Ganz klar. Sie schulden mir eh noch eine Clubmate. Also, meine Güte, ähnliches Thema. 19 ja. Suizide. In Indien haben sich 19 Schüler umgebracht, weil sie falsche Ergebnisse bei ihren Abschlussprüfungen angesagt bekommen haben. Also es gab einen Fehler im System und da hieß es, okay, ihr seid durchgefallen, zack, Suizid. Wo ich mir aber jetzt denke, okay, die News sollte sein, dass überhaupt sich Leute umbringen wegen ihrer Schulnoten ja, und nicht, weil sie falsche Schulnoten erfahren haben. Das ist bei dieser Sache etwas untergegangen, hat aber trotzdem auch viele Gemüter erhitzt. Und meine Güte, was ist da los in Indien? Ja, die kennen wir doch alle, diese Leute, die wegen einer 2-Mathe weinen. Ja. Das, und sich die Adern aufschneiden. Das ging mir damals schon echt auf den Zeiger, ey. Weißt du, ich mache meine Luftsprünge, wenn ich meine 4 bekomme und die heulen wegen einer 2 rum. Bin ich ein bisschen überzogen von den Leuten. Haben schon wieder die Rasierklinge im Anschlag, was soll die Scheiße? Ich weiß nicht, was ist denn diese Situation in Indien? Sind die dann völlig aufgeschmissen, wenn die durchfallen? Dürfen die nur einmal das wiederholen oder gar nicht wiederholen? Der Punkt ist einfach, die sind wie auch in Japan zum Beispiel, ist man ja auch so für die Gesellschaft, die denken sich in Indien, naja, wir haben hier so viele Leute, ich tue es für die Allgemeinheit, mich jetzt umbringen. Es ist ja, ich kann nichts Gutes beitragen, zack, weg. Als Erleichterung quasi. Ja. Also für die Gesellschaft gesehen, es gibt weniger Leute, müssen weniger durchgefüttert werden. Das Einzige ist, sind dann noch mehr tote Menschen im Fluss. Das ist immer nicht so schön in Indien. Ja, das stört ein bisschen. Aber na gut, also das ist lieber Leichen im Fluss als schlechte Schulnoten, sag ich mal. Finde ich auch. Ja, also es ist auf jeden Fall interessant. Man, das hat war dann ein auch, Fehler im System, das heißt, sie sind eigentlich... Eigentlich haben sie es geschafft und haben sehr gute Noten gehabt. Da bin ich auch ganz knapp am Tod vorbeigeschrammt, denn in der 6. Klasse gab es auch den Fall, wir hatten eine Klassenarbeit geschrieben in Geschichte und die Lehrerin liest die Noten vor, was eh schon nicht datenschutzgerecht ist, aber sie hat es einfach getan. Da sagt sie, Tino 5. Und ich so, Nahtoderfahrung. Dann teilt sie die Arbeiten aus, da ist auf meiner Arbeit eine 2. Und ich dachte, was tust du jetzt? Hab mich gemeldet. Frau G., ich habe mir vorhin eine 5 vorgelesen. Ja, die hast du ja auch. Er hat gesagt, nee, hier ist eine 2. Ups, das muss ich aber nochmal ändern. Uiuiui. Ich hätte mir fast eine 5 eingeschrieben. Ich war auch kurz davor, ich saß ja auch am Fenster. Ich wäre fast rausgesprungen. Ja, du lachst, aber. Hättest es mal gemacht. Den Radiohörern heutzutage wäre geholfen dadurch. Dann würde jetzt hier wahrscheinlich der Kleine sitzen. Ja,
Naja, also unter dem Beitrag, das war wirklich eine große News, so, und da haben sich natürlich dann auch Leute aus Indien direkt eingeschaltet, haben gesagt, dass das Schulsystem da echt völlig für den Sack ist, da ist keine Luft für Kreativität. Da beschwert man sich ja hier schon in Deutschland, dass man den Lehrern so ein bisschen, gerade in Deutsch zum Beispiel, den Lehrern so nach der Schnauze schreiben soll. Und wenn du da so einen Satz von der wirklichen Meinung, die da gelesen werden will, abweichst, bist du schon raus sozusagen. So aber, haben viele geschrieben. Aber um bei Schule zu bleiben, in den USA dürfen jetzt Lehrer, also in Florida zumindest, dürfen Lehrer jetzt Waffen tragen. Ja? Ja, ist doch toll. Jetzt oder? Erst? Also wurde jetzt erlaubt, laut Find ich gut. Facebook. Finde ich sehr gut. Heute Morgen. Der Punkt ist, auch in Deutschland wäre das gut. Stell dir mal vor, du damals mit deiner 5 hast noch gerätselt, springe ich jetzt aus dem Fenster oder nicht. Der Lehrer hätte dir die Entscheidung einfach abnehmen können. Ich denke auch, hätte er eine Waffe gehabt. Stimmt. So, aber wie kam es dazu jetzt irgendwie nochmal? Naja, durch die Amokläufe, die es da jeden Tag gibt. Ja. Und irgendwas müssen wir ja tun. Was können wir tun gegen Menschen, die durch Waffen sterben? Den Amokläufern gehen die Waffen aus. Richtig, und deswegen richtig. Und werden die Waffen jetzt auch schon mal in der Schule vorgelegt. Mehr Waffen gegen Amokläufe. Tatsächlich. Ja. Also ich freue mich schon auf den ersten Lehrer, der einen Schüler erschießt. Mal gucken, was also, dann nämlich wird Trump einführen, dass die Schüler auch Waffen bekommen, um sie zu wehren. Dann wird's richtig geil. Dann wird's Avengers Endgame in Real Life. Da gibt's so richtige Duelle dann in der Hofpause so. So 12 Uhr, High Noon. Doch, das fände ich gut. Also mit 1-2 Lehrern, die hätten das mit mir auf jeden Fall auch machen wollen. Ja, in den Kopf schießen. Holy shit. Ja, Amerika, das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Da kann man Noten gleich, Tödlichkeiten. Da kann man Noten gleich abschaffen, finde ich. Und einfach bei durchgefallen einfach Kugel durch den Kopf. Ja. So ein Ausschlussverfahren, weißt du, wie so Dschungelcamp. Ausschuss. Genau, Verfahren. Ausschussverfahren quasi. Dann gibt es den Abschussball am Ende des Jahres. Ja. Doch. Schön. Ich sehe da viel Zukunft. Viel Potenzial. Nicht für alle, aber ach, die Opfer müssen gebracht werden. Komm. Für die USA reicht's. Ja. Doch, schön. Apropos Deutsche Bahn, nee, was? USA hast du gesagt. Ja, so ähnlich. Trump hat die Deutsche Bank verurteilt, beziehungsweise angeklagt. Hast du auch mitbekommen? Ich hab's gelesen, aber ich weiß nicht warum. Pass auf, das ist das Verhalten eines Unschuldigen. Er sagt, die Deutsche Bank und Capital One ist auch eine Bank, die sollen seine Financial Records, also seine Finanzen, nicht veröffentlichen. Hm. Das machen unschuldige Menschen, die nichts zu verbergen haben. Ich glaube, Trumps größte Angst ist, dass der Amerikaner sieht, oh, so reich ist der ja gar nicht. Weil das ist das Einzige, was ihm irgendwas anhaben könnte. Er hat absolute Narrenfreiheit, weil alle denken, ja, das ist der große aber Trump. Er ist reich. Der Erfolg gibt ihm Recht. Ja. Und wenn er plötzlich keinen Erfolg hat, wo ist denn dann das Recht? Ja. Außer vielleicht in seiner politischen Haltung. Ich glaube, Trump wäre als armer Mensch viel erträglicher. Ja. Wenn alle Karten offen wären. Ich habe mir ein altes Interview von ihm angeguckt. Also, er hat schon damals so diesen Mund so komisch gemacht. Ja, aber nur so leicht, ne? Nur so ganz leicht. Das fing an. Aber ich weiß nicht, er hat auf jeden Fall ein bisschen weniger retarded gewirkt. Ja. Also, senil ist er vielleicht schon mittlerweile. Ja, das kam über die Jahre. Er ist auch recht schnell gealtert oder nicht gealtert, aber er ist sehr korpulent geworden und er war ja auch sehr populär vorher, ja, vor den Wahlen, als er noch ein TV-Star war. Da war er ja quasi der amerikanische Dieter Bohlen, kann man sagen. Und hat sich dann recht schnell in die Politik gemausert mit seinem vielen Geld und hat einen Absturz erlebt, einen Rufabsturz. Leider, ich fand es erst lustig, als ich hörte, Trump will Dings werden, Präsident werden, aber dann habe ich mir angeschaut, für welche Ziele er eigentlich antritt. Dann dachte ich mir, nee. Das ist den Gag nicht wert. Nee, nicht wirklich. Ja. Aber was für mich immer ein Gag wert war in der Vergangenheit, ist Alex Jones. Für dich vielleicht auch. Hat Wer die ist ein das? Ach, kennst du gar nicht. Bestimmt, aber der ist auch They Turn merken. The Freaking Frogs Gay. Kennst du bestimmt, oder? So ein Meme-Typ oder? Ja, naja, ist halt auch ein großer Right-Wing-Verschwörungstheoretiker. Ha. Krass, ich dachte, du kennst den. Der ist halt schon lustig. Bestimmt, vom Sehen, aber ich weiß nicht, wie die alle heißen. Also man kann den ironisch feiern. Er hat halt gesagt, dass die großen Konzerne machen Sachen ins Wasser, um die Frösche schwul zu machen, damit die sich nicht mehr fortfahren. Nur so. Ja. Das ist halt so das größte Meme um ihn. Und Facebook hat ihn jetzt gebannt. Auch stimmt, ein paar andere. Das habe ich gelesen, ja. Ein paar andere auch noch, die man kennt. Milo Yiannopoulos oder so. Der ist auch für irgendwas bekannt in der Vergangenheit. Habe ich jetzt nicht mehr recherchiert, ist mir auch egal. Aber alles so diese, der hat auch irgendwas Kontroverses zu Christchurch oder so gesagt oder auf Amerika bezogen, weiß ich nicht. Und ja, ganz viele Leute wurden jetzt gebannt. Auch so Islam-Leute, Islamisten-Leute, nicht Islam-Leute.
Also nicht nur Right-Wing, sondern auch also religiös fanatische. Hasser, so richtige Hasser. Richtige Hasser. Von rechts und von Islam und ist, von... Ist für mich halt wieder so ein Ding, ne? Ich finde das ja auf der einen Seite gut und auf der anderen Seite nicht so gut. Mhm. Weil wenn man es einmal anfängt, irgendwo kann man dann für jeden irgendwas finden, warum man ihn passen soll. Du bist ja auch ein sehr liberaler Mensch. Du bist ja immer so, sehr liberal. Alle sollen sagen, was sie wollen. So und ja, das muss halt eine Demokratie meiner Meinung nach aushalten, wenn jemand irgendwie... eine dumme Meinung hat. Das ist ja das Witzige, als die Rechten aufmarschiert sind zum 1. Mai, dann haben die gesagt, wir sind die neue Hitlerjugend, wir sind die neuen Hitlerleute, das muss eine Demokratie aushalten. Aber kommt von der SPD, Kevin Kühnert, und schlägt vor, dass man BMW so ein bisschen, wie heißt das, kollektivieren soll. Hieß es, oh, Kommunismus kommt zurück. Okay, das kam für mich gar nicht so rüber, dass das so ein richtiger Aufschrei war. Doch, das ist echt, in den Medien ein ganz großes Ding jetzt. Der Kühnert ist ja, seitdem er bei Lanz saß, ist er jetzt ein richtig großes Ding geworden. Ja, wo er diesen Reihe von der AfD so fertig gemacht hat. Okay, das kam für mich vorhin gar nicht so rüber. Ich habe, wie gesagt, das Hashtag gesehen, es war ganz groß auf Twitter. Ich habe es mir nicht angeguckt, weil ich habe nicht gerafft, was das jetzt für einen Zusammenhang hat. Also endlich mal ein cooler Kevin, könnte man sagen. Ja, aber krass. Ja gut, dann ist das ja echt nochmal interessanter, dass dann die Leute sich so drüber echauffieren. Also es ist ja jetzt nicht so, dass hier von heute auf morgen irgendwie wieder die Bananen ausgehen. Ja. Gut, dann werde ich mich da auf jeden Fall nochmal reinfuchsen. Aber vielleicht mal zwischendrin was Positives. Ja, bitte. Wir haben letzte Woche über Pepsi geredet. Die haben jetzt ihren Lawsuit haben sie zurückgezogen. Die armen Bauern dürfen jetzt weiter ihre Pflanzen anpflanzen. Finde ich ganz nett. Wir hatten ja die Absurdität von Saatgutinformationen zu patentieren schon aufgedeckt. Und jetzt haben sie vielleicht selber gemerkt, okay, jede PR ist gute PR, aber vielleicht nicht ganz. Ja. Da sagt sie auch Nestle, glaube ich, dass jede PR gute PR ist. Ja, richtig. Aber apropos, du kennst doch dieses Vorurteil, dass Mövenpick ein AfD-Spender ist. Das Mövenpick, diese Firma, die Eis herstellt, die AfD unterstützt. Nee. Deswegen schreiben sie mal alle bei Facebook und Twitter und so, denkt dran, wenn ihr euch ein Mövenpick-Eis gönnt, dass ihr damit den AfD-Unterstützer unterstützt. Ich habe jetzt aber recherchiert, dass es nicht so ist. Und auch Tino deckt auf. So ist es, aber ich war nicht der Einzige. Okay, ich habe eine News gelesen. Mimika. Okay. Das habe ich dann zufällig auch einen Tag später gesehen, dass die es auch aufgeklärt haben. Und es gibt wohl eine Firma, die auch Mövenpick heißt, aber mit dem Eis nichts zu tun hat. Ach, und das war eine Verwechslung. Die AfD-Spender, genau. Und ich dachte, das ist geil, jetzt kann ich doch wieder Mövenpick-Eis essen. Halt, stopp, nein, die sind jetzt von Nestle. Und ich dachte, oh fuck, es kann man... Also man kann ja nichts mehr essen. Nee. Wie man es macht, macht es verkehrt. Dann bist du schon Veganer, kannst du nichts essen. Weil auch Mövenpick... Die gucken uns alle an hier, die Redaktion. Also man kann nichts mehr essen, man ist Veganer, man will das bin ich auch essen, gewohnt. Das ist, Nestle nicht essen. Und das ist wirklich schlimm, wenn man immer angeguckt wird. Es ist auch, ich kann mich in keine Himmelsrichtung drehen, aus der nicht irgendwie eine fliegende Vagina auf mich zugesprungen kommt. Es ist wirklich schwierig. Oder Brüste hier an die Scheibe sich drücken. Meine Güte, ist das schon wieder anstrengend. Hier kann man nicht mal in Ruhe Brennpunkt Internet aufnehmen. Aber auch zum Punkt, die veganen Burger, die es ja jetzt gibt. Also nicht nur McDonald's, auch Burger King haben jetzt einen veganen Burger. Und Magnum hat auch veganes Eis. Wir werden veganisiert. Das ist von allen Seiten. Also man muss doch noch hier ordentlich Fleisch auf den Grill packen können. Ja, würdest du denn... Sind Sie schon Veganer oder sind Sie noch Fleischkonsument mit schlechtem Gewissen? Herr Kleine, würdest du denn sowas essen, ein Mac-Vegan? Ich brauch's nicht. Ich gehe halt einfach nicht zu McDonald's. Deswegen, ich brauch's halt einfach nicht. Ich sag auch, jeder kann bitte sein Fleisch essen, wenn er möchte. Man kann, also ich finde, die Sachen, die so selbstverständlich sind, da sollte als allererstes der Hebel angesetzt werden. Weil für den privaten Konsumenten ist es kein Schaden, wenn Sachen nicht dreifach eingepackt sind, sondern nur einfach. Ja? Mhm. Und wenn man sowas vielleicht einfach vermeidet, weil man hat einfach keinen Schaden davon. Wenn man Fleisch essen will, von mir aus, ist halt dein Fleisch. So. Mhm. Aber so echt so dumme Sachen, wie jetzt wirklich irgendwie haufenweise Fressen wegschmeißen, finde ich dumm, was ja auch hier in Läden einfach, da kann halt der Privatmensch auch nicht viel machen, wenn irgendwie ein Teegut irgendwie nach der Arbeitsschicht die Hälfte aus dem Sortiment weghaut, obwohl es eigentlich noch gut wäre. Mhm. Das ist alles dumm. Ich finde es halt auch, also ich glaube, man erreicht das nicht, indem man so militant sagt, hier, Alter, du bist scheiße, weil du frisst Fleisch. Ja. Aber man kann ja so ein bisschen Awareness schaffen, einfach ein bisschen weniger Plastik zum Beispiel. Das sind so kleine Sachen, wo man wirklich keinen Schaden von hat. So. Ja, liebe Veganer, denkt euch, scheiß Tiermörder, aber sagt, ach, ist doch okay. Ist doch, was du willst, ich bin ja kein Militant, also das ist doch völlig in Ordnung, ist doch dein Fleisch. Ja, also ich glaube, so kriegst du keinen Fleischfresser überzeugt. Ich denke auch nicht.
Ist mir so. Prinzipiell, ist mir das zumal, auch egal, sag ich zumindest immer. Ich finde halt auch, es ist jetzt nicht irgendwie, wenn ich zum Beispiel, und das ist meine vollste Überzeugung, ja, hin und wieder trinke ich mal eine Sprite. Das ist so das Einzige, wo ich wirklich sage, dass ich auch mal die Marke ganz gut finde, weil ich finde, Sprite schmeckt besser als Zitronenlimo vom Discounter. Von Freeway so. Oder so. Ja, was weiß ich, was es da gibt. So. Aber ich merke, obwohl ich fast keinen Geschmackssinn habe, ja, aufgrund meiner Nase, merke ich einen deutlichen Unterschied zwischen Sprite aus einer Glasflasche und aus einer Plastikflasche. Von daher gibt es für mich schon so ein, also es ist ja auch nachgewiesen, dass Plastik so ein bisschen schön erhebt zum Gruße seine Plastik-Eisteeflasche an. Es ist ja schon ein bisschen nachgewiesen, dass das Plastik sich so ein bisschen löst und irgendwie mit ins Getränk übergeht, so natürlich zu winzigen Teilen und so, ist ja völlig egal. Aber es läppert sich ja. Ja, ich meine, also das hat für mich schon nicht irgendwie, oh, da ist was in der Plastikpackung, das ist für mich hochwertiger, das meine ich. So, wenn das jetzt irgendwie einfach nur in Pappe oder in Glas oder so oder was auch immer eingepackt ist, finde ich das jetzt... Pappe wäre ein bisschen schlecht. Ja, bei Trinken. Ja, aber was weiß ich, man muss doch nicht irgendwie die was gibt's denn hier, die... Wie heißen die Dinger? Die Weintrauben. So, die sind nochmal in so einem Plastikgefäß. Könnte auch eine Pappe sein. Manchmal, ja, stimmt. Könnte, die sind, also es ist nicht hermetisch abgeriegelt, da sind auch Luftlöcher drin. Es könnte einfach eine fucking Pappe sein. Stimmt. So, es würde keinen stören und vielleicht würden es die Leute sogar irgendwie, wir hatten das ja erst irgendwie, dass die in so Palmblätter eingewickelt werden, so Lembasbrotmäßig. Genau. Das hat ja auch was Exotisches. Das kann ja auch was richtig. Nices sein. Muss ja nicht gleich irgendwie negativ behaftet sein und dann wirfst du halt dein Palmblatt einfach weg nach dem Essen. Die EU möchte ja auch Plastik verbieten, immer mehr. Und abschaffen. Ja, man muss das halt irgendwie ein bisschen sensibel machen. Ich kann das auch nachvollziehen, wenn es so heißt, wir verbieten jetzt alles, was Spaß macht. So. Ja, das, aber wenn man sagt, wir versuchen mal irgendwie unnötige Sachen zurückzuziehen, dann das klingt schon ein bisschen anders so. Aber wir halten uns da schon viel zu lange auf, ohne dass ich auf den Punkt komme. Naja, genau. Ja, pass nämlich auf, es gibt nämlich in London diesen Sonntag, also heute, während die Leute das hören, ein Amoklauf. Nein, wie heißt der andere Lauf, wo man so ganz weit läuft? Marathonlauf. Ja, nur, dass man keine Waffe dabei hat, sondern eine Trinkflasche. Ja, aber bei diesem London-Amoklauf hat man keine Trinkflaschen dabei. Die haben nämlich aus... Aus Holz. Nee, du bist hässlich. Also, pass auf. Wenn sie an den 23. Meilenpunkt kommen, so... Dann bekommen sie aus Seetang irgendwie so eine Blase, ja. Ich wollte ein Foto machen, um es dir zu zeigen, ist aber egal. Es ist im Prinzip einfach nur so eine Luftblase, die so wie eine Hand voll ist mit Wasser. Ja. Die komplett biologisch abbaubar ist. Ja. Und das wurde jetzt schon mehrfach getestet an diesem riesengroßen, das ist immer so ein Riesenevent, ne. Da wird das auch genutzt. Und das ist sehr schön. Habe ich schon gesehen, dass es so Wasserkügelchen gibt. Die sind so quasi genau. Wie so... Wie so eine Schicht rundherum, die kannst du in den Mund stecken, dann ist es einfach Wasser so und ohne richtig. Irgendwie. Also die Schicht Schmutz. Löst sich nicht irgendwie sofort auf, die kannst du aber theoretisch auch rausspucken und dann theoretisch ist es abbaubar so. Ja. Aber das ist ja erstmal was, wo ich auch sage, es ist ja völlig unnötig, dass da irgendwie 20.000 irgendwelche Flaschen dann hinterher irgendwo rumgeworfen werden. Die Zukunft. Alles Plastikflaschen. Ja. Und so solche Punkte meine ich einfach, das schadet niemanden. Ist vielleicht auch eine interessante Erfahrung, mal auf so eine Wasserblase drauf zu beißen. Weil ich würde es auf jeden Fall gerne mal testen. Ich habe das jetzt so noch nicht gesehen. Es wird sich und so schön. Anfühlen wie diese Bubble Tea, so wie die hießen. Ja, die hatten leider nur so ein halbes Jahr an Hype. Vielleicht hätte man sonst da ansetzen können. Sind auch Kinder erstickt, glaube ich, daran. Zu Recht. Ja. Also das ist also wirklich... Das ist ganz, ganz normal. Da gab es keinen Toten zu viel, ne? Ja, das ist einfach biologische Auslese. Also Darwin, danke dafür. Der Darwin Award, ja, geht einem Bubble Tea. Konsumenten. Ja, aber ich bei so... Ich möchte noch eine Empfehlung rausgeben. Ja, mach mal. Und zwar, kennst du den Gurkensohn? Ja. Was schüttelst du denn da mit dem Kopf? Ich war völlig fasziniert. Er hat nämlich die berühmte Jasmin Ritter interviewt von der Familie Ritter. Ach, fuck. Weißt du, an wen ich gerade gedacht habe? Nee. An Blümchen. Aber die hieß Jasmin. Jasmin Wagner. Wagner, genau. Ja. Ups. Sind sie auch sehr nah, so vom Internet, glaube ich. Aber genau, die jedenfalls ist ja, Familie Ritter, kennst du diese asozialen Neonazis da, diese Familie, wo der eine das ist aber jetzt sehr wertungsgeschwängert, was du da sagst. Ich zitiere nur, alle andere Leute. Da ist auch der eine jetzt gestorben. Die wurden jedenfalls von Stern TV über Jahrzehnte beobachtet und interviewt. Ich habe das alles gesehen. Und jetzt hat der Gurkensohn ist jetzt nach Köthen gefahren, wo die nämlich lebt, diese Jasmin, diese Enkelin von der Mutter. Und die Fragen waren sehr investigativ. Also ich kann euch nur empfehlen. Magst du Gurken? Nein, viel besser. YouTube doch mal Ritter Gurkensohn. Fragen wie geht's dir so?
Oder Fragen wie Gurke oder Tomate? Aber im Investigativ war die letzte Frage, warum bist du so hübsch? Echt? Ja. Oh, ist das schön. Solche tollen Fragen waren das. Wie kannst du so hübsch sein, wenn deine Familie... Nee, aber ich kenne den Gurkensohn, der war im Chat, als ich beim Circle-Quiz war. Da schließt sich der Kreis. Heute schließen sich viele Kreise. Wir haben nämlich auch über Waschmaschinen gesprochen. Da haben wir auch das erste Mal drüber gesprochen, als wir den allerersten, den nullten Brennpunkt Internet aufgenommen haben. Ah. Und daher kenne ich den Gurkensohn. Der war nämlich auch beim Circle-Quiz, war da im Chat. Und ja, ich gucke es mir auf jeden Fall mal an. Zum Amüsieren, mach das mal. Ja. Bitte. Familie Ritter ist immer für einen Gag zu haben. Ja. Gut, aber das war jetzt viel zu viel Positives. Ich habe mal was Trauriges. In Zukunft können wir nicht mehr auf so russische AIDS-Roulette-Partys gehen. Warum? Denn die komplette Heilung für AIDS ist am Horizont. Es gab eine neue große Studie, die heißt hier, es könnte sein, dass in der Zukunft, also die Chancen stehen gut, dass in der Zukunft HIV komplett gebannt wird. Das ist schade. Ja, das sehe ich auch eher negativ. Also ich bin echt gerne auf so Bumse-Partys gegangen, wo es dann heißt, hier einer von uns angesteckt, findet raus wer. No risk, no fun letztendlich, ja. Ja. Und das gibt es jetzt vielleicht bald nicht mehr. Man kann gar nichts mehr machen, weißt du, alles wird immer abgesichert und alles muss immer. Das war ja auch im Geiste des Kommunismus wieder, ne? Ja. Eine was Gutes, was wir gleichmäßig unter allen verteilen. Richtig, auch so ein bisschen liberal, ja. Ja, und das soll es jetzt einfach nicht mehr geben. Mhm. Wo kommen wir denn da hin? Naja. Das aus für HIV. Aber eine Sache wollte ich auf jeden Fall nochmal sagen, weil auch hier wollte ich einen kleinen Kreis schließen. Über Venezuela haben wir auch sehr viel gesprochen schon in unserem Podcast. Und da gibt es jetzt auch wieder tolle neue Sachen. Da ist nämlich ein Militärfahrzeug über Demonstranten drüber gefahren. Zwei Tote. Ja. Huch. Der also, da ist keine, wirklich... Keine Deutschen. Also, ja, keine Deutschen. Entwarnung, Leute. Gut. Entwarnung. Keine Deutschen. Leute, rudert zurück. Es waren keine Deutschen dabei. Ach, zum Glück. Ja, also es ist auf jeden Fall richtig, richtig interessant. Die haben da sozusagen ganzjährig G20 vorherrschen in Venezuela. Hier juckt's keinen, weil what the fuck ist Venezuela? Und kennt keiner. Wenn es so weit kommt, ja, da können die Leute wirklich sagen, okay, hier herrscht keine Meinungsfreiheit mehr. Und man hat sogar auch virale Twitter-Videos gehabt, wie die Militärpolizei untereinander sich nicht einig ist. Es gibt ja dann Maduro und Guaido. Kann man sich so vorstellen wie Team Jacob oder Team Edward. Exakt das. Quasi. Und da gab es virale Twitter-Videos, wie dann die Polizei sich gegenseitig, die Militärpolizei wohlgemerkt, sich gegenseitig verhaftet. Also... Sie sind verhaftet. Wir sind die Polizei. Nein, wir sind die Polizei. Hier dieses Meme einsetzen, wo Spider-Man auf sich selbst zeigt, bitte. Ja, also es sind wirklich super gute Verhältnisse. Und das ist richtig schön, dass man das alles einfach so distanziert angucken kann. Und auch, wo ich das gesehen habe, auf so einer, ich glaube, The Guardian war es, so eine internationale Newsseite. Hier sehen Sie das Video von das Militärauto fährt Leute tot, haha, lol. Und davor kommt halt erstmal eine Werbung zu irgendeinem Waschmittel oder so. Ja. Wir leben in einer schönen Dystopie. Ein großer Spaß. Hätte er für mich etwas vom viralen Hitler, muss ich sagen. Ja, ein bisschen. Das zieht sich halt jetzt eine Weile. Obwohl für mich... Gab es den einen viralen Hitler diese Woche nicht, Woche wo ich gesagt nicht. Habe, irgendwie, das hört man jetzt zu oft. Es Ach gab doch, noch der Kommunismus kommt zurück. Das ist für dich für ja. mich so ein viraler Hitler. Okay, dann küren wir hier den viralen Hitler. Ich oder hab's leider. Viraler Stalin vielleicht auch. Ja, machen wir das so. Ja. Ich hab's leider verpasst, aber wahrscheinlich wäre es bei mir genauso. Es gab noch den viralen Drachenlord, denn auch da ist etwas passiert. Ja, ist ein kleiner Freund. Ein kleiner Fauxpas, genau. Ja. Muss man dazu sagen, also das Video, was gezeigt wurde, hat er ja schon selbst erstellt. Er hat ja auf Porno, also der Drachenlord, ja. Ich habe ja auch vorhin gesagt. Kleiner Winkler. Richtig. Wir haben ja vorhin erwähnt, es gibt auch in Weimar den Drachenlord. Die Häuslichen hier werden wissen, MCM, okay. Und der jetzt auf Deutschland komplett gesehen ist der Drachenlord. Und der wird immer gemobbt. Sehr heftig teilweise. Lasst ihn doch einfach mal in Ruhe. Dann ist die Sache wahrscheinlich auch in 1-2 Jahren gegessen. Ja. Aber es wird natürlich immer weiter gefeuert dadurch, dass die Leute ihn aus Hass gucken. Seine Hatern. Also das ist halt so ein bisschen absurd, dass man so sagt, okay, also die Leute, die es ironisch feiern und witzig finden oder so, das verstehe ich alles so, das kann ich voll nachvollziehen. Aber wenn man sagt, du machst nur Scheiße und du kotzt mich an und so, dann würde ich das halt nicht gucken. Ja. Ja? Also immer nur gucken, um zu sagen, wie scheiße er ist, das entzieht sich mir komplett. Das ist doch so ein bisschen der Klaus-Kinski-Effekt, dass die Menschen da hingehen, um ihn ausrasten zu sehen. Wahrscheinlich. Naja gut, und der Drachenlord hat gestreamt auf zwei verschiedenen Plattformen. Stream bedeutet sozusagen an die älteren Zuhörer nochmal. Ausstrahlen. Ja, naja, TV machen, aber übers Internet und zwar privat. So, man kann live sein
Und das hat er gemacht über zwei Plattformen, YouNow und YouTube, soweit ich weiß. Und während er auf YouNow nur geguckt hat nach Kommentaren und so, hat irgendwie jemand den Stream bei YouTube gehackt, sagt er zumindest, könnte natürlich auch hier ein PR-Stunt sein. Und hat ein Video von seinem Pornhub-Account, das ist das, wo euer Ehemann immer hingeht, wenn ihr sagt, ich habe Migräne. Da hat er nämlich so Videos, wie er sich selbst komplett nackt zeigt, auch beim Masturbieren und so, und sagt, dass quasi er zeigt alles von sich, damit quasi keine Fallhöhe mehr da ist. Das war, soweit ich weiß, der Grund, überhaupt diese Videos zu erstellen. Wenn er alles offenlegt, dann kann ihn nichts mehr verletzen, sozusagen. Und diese Videos wurden dann auf seinem YouTube-Account erstellt, beziehungsweise abgespielt. Und wer jetzt sich nicht mit YouTube auskennt, dem kann ich sagen, dass das nicht so ganz legal ist, einen Bullermann zu sehen auf YouTube. Außer es hat künstlerischen Mehrwert. Denn es gibt ganz viele Videos, wie Leute irgendwie nackt gezeichnet werden oder so. Ja, aber man darf Penisse schon zeigen bis zu einem gewissen Winkel. Das ist aber, glaube ich, diese alte TV-Sache, oder? Dass die Erektion nicht über 45 Grad gehen darf oder so? Doch, ich habe schon bei YouTube auch so? Öfter auch bei Frauen Nippel gesehen. Das darfst du in einem künstlerischen Zusammenhang machen. Der Nippel darf nicht 90 Grad nach oben gehen. Richtig. Wenn es nicht sexuell aufgeladen ist, darf man das wohl. Also es muss künstlerischen oder lehrreichen Wert irgendwie haben, soweit ich weiß. Also vielleicht. Es gibt auch viele Erklärvideos. Und also wenn der Drachenlord clever gewesen wäre, hätte es einfach verkauft, als irgendwie, dass es, weißt du, das. Ja, wo ist das Problem? Ja, also ich dachte auch erst, oh Gott, der arme Drachenlord, der wird jetzt sein Masturbationsvideo irgendwie gezeigt, aber er veröffentlicht das ja auch auf seinen Plattformen, so auf Pornhub, wie du schon gesagt hast, um keine Angriffsfläche mehr zu haben. Von daher sehe ich das gar nicht so problematisch. Außer, dass er halt von YouTube gesperrt werden kann dafür. Ich finde interessant, dass genau das eben nicht passiert ist. Also. Hat er Glück gehabt? Oder weiß ich gar nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass nicht einer von seinen Hatern, also Hasser, das gemeldet hat, beziehungsweise nicht gemeldet hat. Denn, also, ich raff's nicht, dass sein Kanal nicht mindestens irgendwie eine Woche mal gesperrt war oder so. Es hatte halt überhaupt keine Konsequenz für ihn. Das fand ich sehr erstaunlich. Aber selbst Konsequenzen haben für ihn keine Konsequenzen. Er ist ja auch gebannt worden. Er darf ja auch nicht mal livestreamen eigentlich. Eigentlich darf er es nicht. Er macht es natürlich trotzdem. Ja. Er ist auch nicht in dem Sinne gebannt worden. Es wurde ihm von den Landesmedienanstalten in Bayern untersagt. Genau. Und das ja auch aufgrund von einer Meldung von einem Hater. Er hat sich ja dann nicht selbst angemeldet. Also alles sehr, sehr interessant. Viele kleine, interessante Meldungen diese Woche. Aber es gab wirklich nicht, also das spricht schon sehr gegen die Woche, wenn Sonic der größte Skandal, sage ich mal, bisschen, war. Aber auch das, auch Herr Newstime ist doch auch, da ist ein Video gesperrt worden. Ja. Zum Beispiel, wo du siehst, dass diese Filter nicht funktionieren. Ja, das ist natürlich gleich, ich glaube, das hat mit Artikel 13 nicht viel zu tun gehabt. Also, dass das Video ist gesperrt wegen Copyright, das gab es auch vor Artikel 13, beziehungsweise jetzt 17 schon. Und der ist ja auch noch gar nicht umgesetzt. Also, ich glaube, das war auch so ein bisschen, weiß ich nicht, zusätzlich Panikmache oder so. Er hat es aufgebauscht. Ja, ja. Mr. Also, Herr Newstime heißt er. Herr Newstime. Herr Newstime ist so der Peter Klöppel von YouTube, lieber Rentner. Kann man sagen. Ist Peter Klöppel nicht der gewesen, der von dem Malediven-Unglück damals 2004 von dem Tsunami richtig profitiert hat? Oder war das 11. September? Eins von beiden. Da gab es dann einen, der so an der Front war. War das Peter Klöppel? Da ist er ohne Schlaf, hat er dann eine Woche lang irgendwie reportiert und hat dafür auch einen Preis bekommen oder viele Preise bekommen. Dann haut das ja voll hin mit meiner Parabel, denn Herr Newstime hat sehr von Artikel 13 profitiert. Richtig. Der ist ja jetzt gut durch die Decke gegangen. Peter Klöckel, Harald Klöppel. Harald Klöckler. Peter Klöppel, vielen Dank für Ihre investigative Arbeit. Danke für 9/11. Danke. Gut, das war die Woche. Ja. Was sagst du denn dazu? Ich überlege auch. Haut dich nicht vom Hocker, ne? Überhaupt nicht, also gar nicht. Was hatten wir letzte Woche? 8,5, also da. Da kommt es nicht ran, auf keinen Fall. Da müsste der Führerbunker gefunden werden oder vielleicht das Bernsteinzimmer. Naja, ich glaube, es schleicht sich so ein bisschen derzeit irgendwie. Es werden große Sachen passieren, aber es ist alles noch so am Anfang. Ja, Kommunismus ist, man kann ihn sehen von Weitem, aber er ist noch nicht ganz da. Ja. Aber auch die Nazis marschieren schon ganz weit hinten. Die sind schon ein bisschen mehr nach vorne gerückt. Also doch Endgame in real life. Man sieht die Gefahren, aber sie sind noch nicht da. Hm. Und die Panik ist einfach noch nicht gerechtfertigt. Ja, im Vergleich jetzt zu letzter Woche, da erblasst halt auch vieles, muss man sagen. Absolut. Also großes Attentat. Ich weiß, ihr habt es alle schon wieder vergessen, weil wen interessiert denn Asien? Gar nichts. Aber ja, also ich sag 5. 5,0. Ja, ich gehe mit. Du gehst mit? Sind wir uns direkt einig? Tatsächlich, wirklich. Also ich finde,
Es war jetzt auch nicht ganz langweilig, aber es war jetzt auch nicht, dass ich sagen muss, viele kleine, skurrile Sachen, aber eine 5 genau. ist ja immer noch sehr gut. Ja, ich denke auch. Also, wäre eine 4. Wäre, ja, eine 4 ist ja auch fast sehr gut. Genau. Also so war meine Schuldivise auf jeden Fall immer. 4 ist bestanden, bestanden ist gut und gut ist fast 1. Ha, ha, auch ich war mal auf Schüler-VZ, lieber Tino. Ach, eine herrliche Sache war das. Ja. Gut, dann haben wir es doch. Hat mich sehr gefreut. Hat mich auch immer sehr gefreut. Ihr könnt uns buchen, aber die Musik ist, glaube ich, auch schon wieder. Ja. Ist die Musik schon laut? Ich kann es gerade nicht genau einschätzen. Ich höre gerade gar nicht. Also aber ihr könnt uns trotzdem, wenn ihr das noch hört, ihr könnt uns gerne kaufen für 20 Euro. Wir reden über ein Thema eurer Wahl.